Ja, wir sind hier am Mittelpunkt Europas in Bad Neualbenreuth. Bei uns speziell im Haus können Sie einen schönen Abend mit meiner Frau im Service und mit mir in der Küche erleben. Heute machen wir ein Rezept, das habe ich selber entwickelt. Das ist ein Rezept für ein halbgefrorenes Eis. Das wird gemacht in diesem Falle aus Fichtenspitzensirup. Das ist eine ganz althergebrachte Zutat. Das war der Arme-Leute-Honig. Die sind erst gegangen, haben im Mai die jungen Spitzentriebe von den Fichten runtergezupft, haben die mit Zuckersirup eingekocht. Wir nehmen die getrennten Eier, also das Eigelb und solches, dann mit einer gewissen Menge an Fichtenspitzensirup über kochendem Wasser zur Rose abziehen, so nennt man das, bis eine gewisse Temperatur erreicht ist. Dann lassen wir es ein bisschen abkühlen und dann kommt die geschlagene Sahne drunter und dann tut man es gleich gefrieren. Den Baumkuchen machen wir um das Parfait um, um eine schöne Optik zu haben. Und als Beilage machen wir Feigen oder man kann alternativ Birnen machen. Der Baumkuchen ist ein bisschen aufwendiger, das war ein extra Rezept. Das möchte ich jetzt keinem Hobbykoch zumuten. Wenn man einen ambitionierten Konditor daheim hat, dann stellt man den ein bisschen vor. Ist nicht ganz billig, aber ist das Gold wert. Das hat einen interessanten Geschmack, das hat ein bisschen was Herbes und was Frisches. Das ist halt so, wie die Oberpfalz ist. Das ist auf den zweiten Blick interessant.